Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zur 9. Challenge von Nerfgang. Stimmt das so? Ja, klar stimmt das. Wir hatten ja eben 8 und jetzt haben wir 9 und ja, ich dachte, heute komme ich einfach mal in den Hut. Heute geht es um die folgende Sache, nämlich um, ziehen wir etwas aus meinem Hut. Ja, genau, das war jetzt so schlecht, ey. Ein paar Leute wussten das schon, ne? Heute geht es nämlich um Folgendes. Ich hatte es schon so übelst angemerkt. Wir haben uns die Überraschung bis zum Schluss aufgehoben. Heute gibt es die Double Striker. Ja, ein paar haben damit echt gerechnet, weil ich das so übelst aufmerksam gemacht habe, dass es die Double Striker gibt. Jo. Ich habe das schon so angemerkt, ich liebe Double Striker, also habe ich sie mit leicht zweimal geholt. Und. Ja. Ja, Mann. Hier haben wir jetzt die neue. Voll geil. So, und dann holen wir auch gleich noch die Munition raus. Ich habe auch wieder die Dosen anders hingestellt. Diesmal ist es ein hoher Tower, weil wir machen einen auf halt diese ganzen Typen, die immer mit zwei Revolver schießen. Ich kann mir leider die Star-Namen nicht so merken. Ist ja alles spontan, ne? Jo, dann gucken wir doch mal gleich, wie es wird. So, wir schießen aber auch einfach eben mal in den Zylinder. Da. Der sprang wieder raus. So, Leute. Jetzt haben wir hier meine neueste Kanone. Die Double Striker. Und jetzt haben wir hier eine ältere Kanone. Und es ist die Double Striker. Ja, Mann. Jetzt habe ich die bei. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Let's ride. What the fuck? Alter, das machen wir nochmal, weil irgendwas kann jetzt hier nicht stimmen. Okay, da gab es jetzt gerade so einen Fehler. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Ist doof, wenn man immer alleine ist, da muss man nämlich, einer muss immer die Kamera bedienen, so. Das ist unser hoher Tower. Und jetzt. Hey Mann! Du hast dich mit den Falschen angelegt. Yeah, jetzt bin ich nämlich da. Ich bin der Okay. Ich muss mal gucken, dass die im richtigen Winkel sind. Ja. Ja. Oh yeah! Alter, mit einem Schuss alles weggenatzt. Eine ist stehen geblieben. Ich hoffe, man hat das gut sehen können. Es sah so episch aus. Ich habe jetzt meine beiden Revolvers. Immer wenn ich jetzt Nerfgang-Duell mache mit... Oh, wir haben wieder die Brille nicht aufgesetzt. Aber es kommt ja auch uns nächsten Kill. Ich werde immer diese Dinger hier benutzen. Bis ich die Schrotflinte habe... Also die Revolvers werden meine Waffen werden, bis ich die fette Falken oder den Granatwerfer oder hab. Bis dahin, Leute, ich empfehle euch, das hatten wir ja schon mal in der anderen Folge, kauft euch am besten zwei, wenn ihr richtige Fans seid. Und dann würde ich euch wirklich raten, habt eine Menge Spaß dran. Ich bin sowas von nicht enttäuscht über diese Waffen. Hä? Ich liebe sie. Ich liebe sie sowas von. Auch wenn ich sie... Alter. Ja. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt.
Also dann, Leute, haut rein. Das war unsere Überraschung für heute. Und dann bis zum nächsten Mal.